Leute, nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flaschi ist wieder da. Hallo, und heute haben wir auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel vor, Leute. Und auf jeden Fall sind wir jetzt gerade alleine auf der ganzen Insel, denn es ist gerade niemand mehr online. Wir sind jetzt hier oben gerade an meinem Haus. Wir hatten nämlich gestern noch eine wichtige Besprechung unten in der Burg. Und wir werden uns jetzt als allererstes nochmal um ein paar wichtige Sachen hier kümmern. Viele von euch haben mir gestern in die Kommentare geschrieben, dass ich auf jeden Fall, sobald Lukas und Amir mich vielleicht fragen wollen, ob ich zu den Wasserkriegern kommen möchte, dass ich da auf jeden Fall Ja sagen soll. Und das ist wahrscheinlich auch mein Plan. Also, ich würde da auf jeden Fall Ja sagen, Leute. Denn die Wasserkrieger, das sind welche von den Guten und die wollen nur Gutes hier. Es ist bisher nämlich noch nichts passiert. Also, die haben bisher niemanden irgendwie von sich aus angegriffen oder sowas. Deswegen, das wird auf jeden Fall safe so sein. Und ich habe ja auch immer nur Gutes mit denen gehabt. Also zum Beispiel Alphastein und Stani und so, die haben ja also mal so ein bisschen Stress gemacht hier bei mir. Aber zum Beispiel jetzt mit Amir habe ich diesen Mending Villager zusammen, der gehört ja auch mir, weil ich habe ja den Trank quasi geholfen zu machen. Und sonst waren die zwei auch immer super nett zu mir. Deswegen habe ich den zwei ja sogar auch erlaubt gehabt, meinen Zaubertisch mitzunehmen. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken, was ich hier wegwerfe, die Wolle. Und dann gehen wir jetzt als allererstes mal unser Inventar aufräumen. Aber schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, dass ich plane, zu den Wasserkriegern zu gehen. So, ich werde jetzt einmal kurz mein Inventar aufräumen und dann sehen wir uns gleich wieder. Was heute auf jeden Fall auch noch ansteht, ist, dass wir unseren Turm fertig bauen müssen, denn das haben wir ja letztens leider nicht geschafft, weil Amir uns ja unterbrochen hatte, was aber auch ganz gut war. Und jetzt werden wir uns ja einmal noch um unsere Tiere kümmern, da werden wir auch einmal noch kurz das Essen für die holen. Und dann machen wir uns einmal ran, dass wir hier die Tiere versorgen. Hilfe! Och Mann, ja, rennt raus, ich muss euch eh gleich erledigen. So, erstmal schere ich alle ab, dann vermehre ich die alle. Und dann werden wir uns ranmachen, dass wir hier mal ein paar Tiere erledigen und damit dann auch gleichzeitig Essen haben. Bin mal gespannt, wie viel Wolle wir jetzt gleich haben, wenn wir die alle hier abgeschert haben. So abgeschert sind sie schon mal. Und jetzt vermehren wir die alle einmal noch. Hier wird es langsam ganz schön voll, Leute. Och, mein ey. So, aber ich glaube, ich habe alle erwischt. Jetzt möchte ich hier einmal raus. Oh nein, hier ist ein Babyschaf ausgeschlüpft. Dann dich einmal scheren und euch zwei anderen auch noch. Und jetzt kann ich euch erledigen. Es kommt davon, wenn man ausbüchst, ist hier noch eins irgendwo. Ja, da. Sehr gut. Und dann machen wir das gleich jetzt bei den Kühen, nur dass wir die nicht scheren, sondern dass wir die einfach nur vermehren. So, hier auch einmal rein. So, einmal alle vermehren. So, das ist immer ein ganz schönes Gewusel hier. So. Und wenn das noch ein Schaf ausgebüchst. Und jetzt einmal die großen Kühe erledigen. Ich hau jetzt extra nicht mit dem Schwert rein, weil sonst erledige ich ja die Babykühe. So. Ich zeige euch dann gleich die Ausbeute, die ich davon habe, wenn ich hier meine ganzen Tiere erledigt habe. So, mir sind jetzt gerade sowohl meine Axt als auch mein Schwert kaputt gegangen. Das heißt, das muss ich gleich einmal neu craften. Vorher werfe ich hier einmal meine ganzen Eier raus. Aber unsere Ausbeute sind 8 rohe Schafsfleisch und 54 Wolle, das ist richtig viel. 17 Leder und 34 Rindfleisch. Und 41 Hühner und 51 Federn. Das ist eigentlich richtig gut. Also wir haben jetzt richtig viel Essen. Und jetzt noch die ganzen Eier hier raus. Und dann haben wir das Ganze auch schon geschafft. Die Schere hängen wir da wieder hin. So. Und jetzt einmal das Eisen hier raus und das Gold, was ich hier gerade gebraten habe. Und dann können wir das ganze Fleisch hier auch schon reinmachen. Den Rest räumen wir hier rein. Die Netherwarzen habe ich gerade auch noch abgefarmt. Eisen und Gold auch hier rein und dann brauche ich eine neue Axt und ein neues Schwert. Sehr gut, dann wird das schon mal erledigt. Moment, hier so. Das crafte ich jetzt hier einmal noch kurz und dann wäre das Ganze schon erledigt. Das heißt, wir können uns jetzt aufmachen, den Turm fertig zu bauen, denn ich kann euch das Ganze mal zeigen. Oh, hier ist ein Zombie erledigt worden. Ich habe den nämlich noch nicht ganz fertig gebaut. Oh, Spinne, wartet. So, weg mit dir, Spinne. Und hier auch nochmal eine Kuh. Hier vorne habe ich den Turm angefangen zu bauen. Der soll genauso aussehen wie dieser hier, nur ohne Dach. Und den muss ich jetzt auf jeden Fall noch fertig bauen. Denn das war ein Auftrag von King Crymax, den ich jetzt auf jeden Fall noch fertig ausführen muss. Denn da wird einmal für Sicherheit gesorgt, denn von dort oben soll man runterschießen können. Dieses ganze Fleisch brate ich jetzt hier auch einmal noch. Dann räume ich noch das Weizen wieder weg. Und dann nehmen wir einmal
von den ganzen Steinen mit. Oh, Moment, wir haben gar nicht mehr so viel. Ich muss das Ganze einmal braten. Deswegen teile ich das Ganze jetzt hier einmal auf. Und dann werden wir das Ganze hier einmal braten lassen. Hier war noch Glas drin. Das war zwar nicht von mir, aber ich behalte das einfach mal. Und ein bisschen von dem pinken Holz brauchen wir auch. Das werde ich jetzt einfach mal in der Zwischenzeit, wo das Ganze brät, hier ein bisschen farmen. Ich frage mich, warum die Bäume hier nicht mehr wachsen. Aber da kann ich auch gleich sonst mal mit Knochenmehl ein bisschen nachhelfen. Ich muss auf jeden Fall in nächster Zeit jetzt mal meine Rüstung richtig krass machen. Also ich sollte mir langsam mal ein paar Dias holen und eine Dia-Rüstung machen. Denn jetzt, wo wir Mending haben und die zwei Jungs, also Amir und Lukas, haben auch eine XP-Farm, also so Skelett-Spawner haben die. Dann kann man sich die Rüstung ja auch ganz schnell wieder reparieren und auch die Tools und sowas. Das heißt, das ist kein Problem mehr, dass wir uns jetzt irgendwie Dia-Sachen machen können. Das heißt, wir könnten auch auf unsere Dia-Spitzhacke, die unten in unserer Ender-Chest fast kaputt ist, könnten wir uns Mending drauf machen und dann das Ganze einmal wieder neu reparieren. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr krass. Der Stein ist jetzt hier also kräftig am Braten und ich denke, das mit der Mending-Spitzhacke werde ich heute auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Vielleicht kriege ich ja dann auch am Zaubertisch Glück 3 oder sowas auf dem Buch. Das heißt, ich nehme auch ganz viel Bücher mit nachher. Aber zuallererst bauen wir natürlich den Turm fertig, denn das ist wichtiger, das ist nämlich ein Auftrag von King Crymax. Wir warten jetzt einmal kurz, bis die ganzen Steine fertig gebraten sind. So, der ganze Stein ist jetzt gebraten. Das heißt, wir gehen jetzt direkt einmal rüber zum Schloss und werden uns jetzt endlich mal um unseren Turm hier kümmern. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um zu sehen, was für eine OP-Spitzhacke ich mir gleich machen werde. Denn darauf freue ich mich auf jeden Fall richtig, denn ich bin auf jeden Fall die Erste, denke ich, mit einer krassen OP-Spitzhacke, oder? Nee, stimmt gar nicht. Das war jetzt außerdem gelogen, Leute, sorry. Aber es haben auf jeden Fall noch nicht alle richtig krasse Spitzhacken. Jetzt muss ich mal einmal gucken hier, wie ich das am besten mache. Ich glaube, ich platziere hier einmal Wasser. Dann kann ich hier nämlich einfach nach unten und so den Turm nach unten bauen. Oh, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Seht ihr, Leute, ich brauche unbedingt eine Spitzhacke. So, ich baue das jetzt erstmal hier ganz entspannt weiter, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier unten auch die Grundform fertig habe. So, Leute, ich bin jetzt schon hier auf dem Weg, das Ganze nach oben zu bauen, also die Mauer nach oben zu ziehen. Und ich denke, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool hier aussehen. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Nicht so schlimm. Aber ich gebe euch Bescheid, sobald ich auf der oberen Etage bin. So, jetzt sind wir hier oben angelangt und ich habe auch schon die Fenster reingezogen. Aber ich muss mich jetzt einmal hier oben drauf bauen, denn hier kommt noch ein zweites Stockwerk drauf. Aber bevor wir das anfangen können, müssen wir natürlich genau wie dort drüben einmal hier das Holz platzieren. Und wir brauchen einmal noch mehr Stein. Ich muss mal gucken, ob Max oder Candy noch ein bisschen Cobblestone haben, den wir braten können. Aber wir platzieren jetzt einmal das Holz und entrinden das Ganze. Und jetzt machen wir uns einmal kurz auf die Suche nach ein bisschen Stein, denn dieser hier wird nicht mehr ausreichen. Ich kann jetzt wahrscheinlich noch einmal rum und dann war's das. Ja, hier habe ich nicht mehr viel Platz, aber das ist nicht so schlimm, denn ich werde mich einfach darum kümmern, dass wir noch mehr kriegen. So, Leute, ich habe jetzt noch die restlichen Sachen organisiert, die wir für den Turm brauchen. Deswegen gehe ich jetzt rüber und ihr seht auch schon, wie der hier drüben aussieht. Da fehlen jetzt noch diese Stufen, die ich hier auch schon angebaut hatte. Die habe ich jetzt im Inventar. Ich hoffe, die reichen, weil so viele habe ich nicht mehr. Da gucken wir jetzt einmal, wie wir das hier drüben angebaut haben. Hier oben habe ich mit oben, unten. So, hier kommt so ein Zickzackmuster hin. Oh, super, ich habe mich jetzt schon verbaut. Ich habe gerade mal 4 Blöcke platziert. Das machen wir dann gleich einmal drumrum. So, hier machen wir das jetzt schon mal. Könnte auf jeden Fall knapp werden. Aber dann habe ich hier zum Beispiel auch eine Tür mitgebracht. Und Glasscheiben. Das heißt, ah, Moment. Och, jetzt habe ich eine Glasscheibe verschwendet. Hier muss Glas, eine Tür rein. Hier muss Glas wieder rein. Denn dann kann man von hier aus nämlich auch schon nach unten, nach draußen schauen. Und dann gehen wir direkt auch einmal in die zweite Etage. Denn hier kommt natürlich auch Glas rein. Und wie zu erwarten war, habe ich zu wenig. Aber das ist jetzt erstmal nicht so tragisch. Denn wir machen einmal kurz weiter mit dem Zickzack hier. Und werden das hier oben auch einmal entlang machen. Ich muss auf jeden Fall nochmal neue Stufen holen. Denn wie ihr seht, reicht das jetzt hier gerade nicht so ganz aus. So, und das war's auch schon. Aber
das ist nicht so schlimm. Wir können trotzdem das Endergebnis jetzt schon einmal anschauen. Denn so sieht das Ganze aus. Naja, nicht ganz so können wir es angucken. Aber ich finde, das ist eigentlich ganz cool geworden. Da müssen wir auf jeden Fall die Tage noch das Glas fertig bauen und das ein oder andere Holzstück dran machen. Aber ich denke, dass das soweit jetzt erstmal passt. Man kann das auf jeden Fall für die Verteidigung benutzen. Deswegen machen wir uns jetzt an unser letztes Projekt. Und das ist unsere Spitzhacke. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Denn das wird richtig, richtig cool werden. Wir werden auf jeden Fall eine OP-Spitzhacke haben. Das heißt, ich möchte Glück 3, Effizienz, Unbreaking 3 und Mending drauf haben. Habe ich alles aufgezählt? Weiß ich nicht so genau. Aber das wird es auf jeden Fall sein. So, einmal kurz Inventar aufräumen. Dafür brauchen wir dann auf jeden Fall Leder, also Bücher müssen wir machen. Das ist kein Problem, denn wir haben genug Zeug da dafür. Wir gucken mal, wie viele Bücher wir rauskriegen. 6 Stück sollten, glaube ich, reichen. Aber ich nehme das Zeug einmal mit, falls wir neue machen müssen. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen Lapis. Das könnte dann doch ein bisschen schwierig werden, denn das haben wir nicht. Da müssen wir einmal bei Candy ein bisschen was klauen. Upsi. Und dann brauchen wir Level. Die haben wir. 36. Unsere Dia-Spitzhacke brauchen wir. Ich würde sagen, wir nehmen einmal ein bisschen hier eine Enderperle und Lohnstaub nehmen wir kurz und machen einmal eine Enderkiste, die wir dort hinstellen können zu dem Villager als Geschenk. So, einmal das so und dann einmal dort Obsidian drumherum. Dann haben wir eine Endertruhe. Die nehmen wir gleich auch noch einmal mit rüber. Das heißt, wir können dann auch unsere Dia-Spitzhacke dort rausholen. Und was könnten wir noch gebrauchen? Ich glaube, das war's. Wir können hier auch unsere Sachen hier drinnen lagern. Und dann würde ich sagen, machen wir uns einmal auf den Weg zu dem Villager. Ich muss einmal gucken, ob ich die Koordinaten nochmals finde. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich beim Villager angekommen bin. So Leute, ich habe mir jetzt hier einmal Mending gekauft gehabt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal hier nochmal in die Base von den zwei Jungs. Und werden uns da noch einmal an unserem eigenen Zaubertisch bedienen. So Leute, ich habe hier jetzt alles erledigt, das heißt, wir gehen wieder nach Hause. So Leute, ich bin wieder zu Hause angekommen, habe ich euch das gerade schon gesagt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich habe jetzt hier die Sachen für meine Spitzhacke dabei, also meine Spitzhacke hat Haltbarkeit 2. Da kommt dann Effizienz 4 und Reparatur noch drauf und noch mal Haltbarkeit 2, also dass ich Haltbarkeit 3, Effizienz und Reparatur habe. Dann habe ich hier noch Fehlerfall 2, das kommt noch auf meine Schuhe, das kann ich jetzt erstmal kurz wegräumen. Aber damit ich das da drauf machen kann, brauche ich erstmal noch ein paar mehr Level. Denn wie ihr seht, bin ich auf einem Level gelandet. Diese zwei Sachen zusammen kosten 3 Level und das dann zusammen mit die Spitzhacke. Also ich brauche so ungefähr 10 Level. Ich versuche das einmal damit zu machen, dass ich meine Tiere vermehre und erledige. Deswegen würde ich sagen, gucken wir mal, wir gehen einmal zu den Schafen hier rein. Ey, weg da. Ich kümmere mich nochmal um meine ganzen Tiere und dann gucken wir mal, wie viel Level wir haben. So Leute, durch die Tiere habe ich jetzt 12 Level bekommen. Das heißt, wir können uns hier einmal kurz ranmachen, dass wir die Dia-Spitzhacke. Also erstmal machen wir Haltbarkeit 3 dazu. Das ist ja wichtig. Und dann, ach man, das kostet 10 Level, brauchen wir jetzt Effizienz 4 und Reparatur. Das heißt, 2 Level fehlen uns noch. Ach man, was machen wir denn da, Leute? Wir holen mal kurz das Zeug aus dem Ofen. Vielleicht bringt das ja was. Okay, ein bisschen wenigstens. Was könnten wir noch machen? Also, wir haben jetzt 8 Level. Ich überlege gerade. Wir können hier auf jeden Fall noch mehr Sachen braten. Und was könnten wir noch machen? Hier ist alles gebraten drin. Das ist jetzt echt schwierig, Leute. Ich überlege mal kurz, wie wir das am besten angehen können. So, Leute, wir haben es durch die restlichen Tiere und durchs Braten von Sachen doch noch geschafft, auf 10 Level zu kommen. Das heißt, wir können uns jetzt unsere OP-Spitzhacke machen, Leute. Das ist richtig, richtig krass. Moment, ich räume einmal kurz auf, bevor ich hier irgendwas mache. Und dann machen wir uns hier einmal ran. Also, Leute, die Spitzhacke hier rein. Dann einmal hier das Buch. Und umbenennen kann ich es jetzt gerade nicht, weil da fehlt mir leider das Level. Aber wir machen das Ganze jetzt in 3, 2, 1 und oh mein Gott, wir haben jetzt eine richtig, richtig krasse Spitzhacke, die sogar Mending hat. Und die können wir jetzt in die Offhand nehmen, wenn wir zum Beispiel Tiere füttern. Und
können damit dann, also mit den XP, die wir von den Tieren bekommen, können wir unsere Spitzhacke reparieren. Und das ist bitter nötig, denn die hat nur noch 57, also die hält nur noch 57 Blöcke aus. Und auch jetzt zum Beispiel, wenn wir hier Sachen aus dem Ofen holen und eigentlich ein Level bekommen haben, habt ihr vielleicht gerade unten links gesehen, dass ich ein Level dazu bekomme, also ein bisschen Haltbarkeit dazu bekommen habe. Und wir sind jetzt bei 61 Haltbarkeit. Also ich werde jetzt einmal warten, bis ich meine Tiere wieder vermehren kann. Und dann zeige ich euch, wie schnell das geht, dass die Spitzhacke wieder voll ist. So Leute, ich bin jetzt einmal kurz in die Bergerburg gegangen, weil ich nicht so lange warten wollte. Und jetzt gehen wir einmal hier zu den Schafen und den Kühen und werden die hier einmal alle vermehren und dann auch ein paar erledigen. So, schön die Level alle in meine Spitzhacke. Sehr, sehr gut, das war jetzt bei den Schafen noch nicht so krass. Aber wir haben ein paar mehr Kühe als Schafe, deswegen vermehren wir jetzt noch einmal die ganzen Kühe. Da werden wir auch sehr, sehr viel Level kriegen. Und ihr erinnert euch, gerade hatten wir die Spitzhacke bei 61. Und Moment, wir gucken jetzt gleich mal. Wir sind jetzt schon bei 159 Blöcken, die wir damit abbauen können. Also das geht hier alles sehr, sehr schnell voran. Was steht hier eigentlich? Ritterausrüstung. Ja, okay, das ist nicht so wichtig. Aber wie ihr seht, geht sowas ganz, ganz schön schnell voran. Und wir gucken einmal, ob wir hier noch was auf einem Ofen rausnehmen könnten. Nee, aber ich höre hier irgendwo ein paar Monster. Aha, die können wir einmal auch noch erledigen für unsere Spitzhacke. So, wenigstens noch mal ein paar Level. Damit sind wir jetzt bei 243. Also, wie ihr seht, es geht sehr, sehr einfach, damit jetzt unsere Sachen wieder zu reparieren. Und ich würde sagen, ich heile jetzt wirklich meine ganze Spitzhacke einmal komplett voll. Werde immer Richtung Bergerburg und meinem Zuhause hin und her springen. Und dort die Tiere füttern, Sachen in den Ofen machen und so weiter, bis meine Spitzhacke ganz voll ist. Ich weiß, dass auch irgendjemand eine XP-Farm hat, aber ich weiß gerade nicht genau, wo die ist. Obwohl doch, ich weiß, wo die ist. Ich gehe da mal hin, Leute. Moment. Ich schau mal, ob ich die finde. Da vorne sehe ich auch ein paar Pillager. Vielleicht mache ich die einmal kurz fertig. Die gucken mich schon so an. Hallo, ihr da vorne. Ich mache euch jetzt fertig. Mit meinem Schwerti. Hallo. So, ich brauche nämlich einmal eure Level für meine Spitzhacke. So, weg mit euch. Jetzt der nächste. Weg mit dir. So, und war da noch einer? Nee, ich glaube, das war's doch. Ich höre noch einen. Aber der ist mir jetzt egal, Leute. Ich gucke einmal, ob ich das Ganze finde, wo die XP-Farm von Amir und Lukas ist. Ich wusste das mal, aber ich muss erstmal gucken, ob ich es immer noch weiß. Ich war zwar letztens erst da, aber ich glaube, es ist relativ schwer zu finden. Deswegen, ich melde mich, wenn ich dort bin. Ich habe jetzt auch nur noch 16 Minuten zu spielen. Also, ich hoffe, ich krieg's in der Zeit hin. So, Leute, ich habe den Skelettspawner jetzt gefunden. 8 Minuten habe ich noch Zeit. Ich würde sagen, ich erledige jetzt hier einmal ein paar Skelette. Und dann gucken wir, wie weit meine Spitzhacke ist. Oje, hier ist ja alles voll mit Lava. Oje, aber nicht so schlimm. Wir ignorieren das einmal. Wir kümmern uns hier einmal kurz um den Skelettspawner. Let's go. So Leute, ich habe jetzt nur noch eine Minute Spielzeit, aber wie ihr seht, ist meine Spitzhacke fast komplett repariert. Ich würde sagen, ich bleibe jetzt noch bis zum Ende der Spielzeit hier stehen und werde hier noch ein paar Skelette erledigen. Aber wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr es findet, dass ich jetzt eine richtig, richtig krasse Spitzhacke habe. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen stehen und Skelette erledigen. Morgen werden wir damit anfangen, dass wir die Spitzhacke komplett fertig reparieren. Und dann würde ich sagen, checkt mich auch auf Instagram und auf TikTok ab. Da heiße ich flauschi_yt. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Ciao, tschüss.